Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge mit Mr. TNW. Heute gucken wir uns Reaction Videos an, das Video. Und gleich geht's auch schon los. Wie gesagt, wir gucken uns heute 8 Anzeichen, die dein Partner dir verheimlicht. Also ihr wisst ja selber, wenn ihr in einer Beziehung seid, woran ihr das merkt, ob ihr jetzt Schluss machen sollt oder nicht, oder ja, nein. Wir gucken uns an, ob das Video recht hat oder nicht. Falls euch das gefällt, liken, Glocke aktivieren, abonnieren. Täglich neue Sachen hier auf meinem Kanal. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem Video. Ja genau, positive Feld auch, falls folgen, subscribe. Auch gute Videos machen die. Verheimlicht dein Partner dir etwas? Jeder Mensch hat Geheimnisse, die er für sich behält. Aber jede Beziehung sollte auf Vertrauen basieren. Ja genau, kennt man ja. Vertrauen, manchmal Treue, kann es schwierig sein zu wissen, wo man die Grenze Leute ziehen soll. Gute Kommunikation, ja genau, ist der Schlüssel. Reden, aber wenn dein Partner etwas reden, verheimlichen will, musst du wissen, wenn, also wann du ihn dazu bringen dich musst, die Wahrheit zu sagen. Einfach wenn du dir der Anzeichen würde. Bewusst bist, dass sie vielleicht Geheimnisse vor dir haben, kann dir das in diesem Fall wirklich helfen. Hier sind 8 Anzeichen dafür, dass dein Partner dir womöglich etwas verheimlicht. Ja genau, 8 Stück, Leute. Mal gucken. Nummer 1. Seine Stimme verändert sich. Ja, tolle, wenn du eine Veränderung jetzt, in der Stimmlage auch hier in der Pubertät, bemerkst, das für nur wenn in der Pubertät er mit dir spricht, schon ein er dich vielleicht an. Ja, möglicherweise räuspert er sich sogar öfter als gewöhnlich oder atmet schwer. Ja, in manchen Fällen, das sind wenn die der Krankheit hat, Reaktionen des Körpers, wenn er wegen etwas nervös wird. Oh Mann. Oder du bist von Natur nervös, behindert. Er vermeidet Augenkontakt. Die Augen können viele Emotionen offenbaren. Nein. Wenn dein Partner also wenn du den nicht in die Augen gucken kannst oder wenn du in liegen, Pupillen nicht gucken kannst, zum Beispiel manche können das nicht. Vielleicht entdeckst du Angst in ihren Augen und also deshalb manche versucht nicht, er, nicht mehr keinen Augenkontakt in die Augen mit dir gucken, herzustellen. Gibt es auch. Nummer 3. Er ist unruhig, wenn man unter sich ist. Geheimnisse zu haben, ja, genau, könnte deinen vor, Partner unruhig machen, so besonders wenn ihr zwei allein zusammen seid. Er könnte den Stress spüren und das könnte es ihm schwer machen, still zu sitzen. Ja genau, manche können das verheimlichen, manche nicht. Nummer 4. Er setzt... So, stopp, Leute. Also wie gesagt, ey, manche denke ich mir auch so, Leute. Ihr könnt auch direkt verheimlichen, nennen die so. Ja, zum Beispiel, wenn die Frau auf Klo ist, kannst du auch, Alter, direkt weiterschreiben. Und hier, ich denke mir so, ja, alles klar. Manche können nicht in die Augen gucken. Oder manche... Oder wenn du in der Pubertät bist und im Stimmbruch bist, wie wird das da dran nennen? Merken, hä? Ich denke mir so, oder manche können sich nicht in die Augen gucken, die können dann nur, weil die dann so eine Fraktion Pupillen oder du bist von Anfang an nervös, also manches ja, manches ist aber auch so, weiß man nicht. Mach noch direkt weiter. Setzt sein Pokerface auf. Da der Gesichtsausdruck viel darüber aussagen ja, genau, kann, wie sich jemand Akustik fühlt, gleich, könnte also er versuchen, ein gehen. Klares Gesicht zu wahren. Wenn er keine Mimik zeigt, wirst du ihn nicht so leicht durchschauen können. Nummer 5. Er ist mehr als sonst mit Arbeit beschäftigt. Ja genau, Karriere, wenn dein Partner mehr Gründe hat, länger auf der Arbeit zu bleiben oder mehr Geschäftsreisen als üblich zu unternehmen, könnte er die Arbeit als Vorwand benutzen, um etwas zu verbergen. Aber stopp. Aber wenn man zum Beispiel wirklich Fortbildungen woanders hat oder man irgendwie einen hohen Posten hat, dann ist man noch länger auf Arbeit. Gar keinen Sinn. Also... So kenne ich das. Oder du musst halt Überstunden machen, aber dann, ja, okay, manchmal ist schwer zu sagen, in der heutigen Zeit weiß man eh nix, Leute. Weil ich denke mir nur so, okay, warum heute Technologie oder ohne Technologie früher Dose? Denke mir so. Ja. Okay, mach weiter. Es sei denn, es lässt sich beispielsweise mit einer kürzlich erfolgten Beförderung erklären. Nummer 6. Er ist nicht mehr intim mit dir. Ja, genau. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Partner nicht mehr daran interessiert ist, mit dir intim zu sein, ist es an der Zeit, ein ernsthaftes Gespräch mit ihm zu führen. Es könnte sein, dass dein Partner bereits jemand anderen hat, der seine intimen Bedürfnisse erfüllt und dass er die ja, Tatsache verheimlicht, dass er dich betrügt. Nummer 7. Er ist schwer zu erreichen. Wenn es dir schwerfällt, deinen Partner zu erreichen, oder wenn oder du feststellst, dass er weniger wahrscheinlich deine Anrufe beantwortet oder auf deine Texte antwortet, ja, wir kennen könnte das, ja das auch ein Zeichen dafür. Ja, Leute, wir kennen das typisch von WhatsApp oder wenn man hier die blauen Haken hat und einfach ignoriert. Und alles.
Ignoriert. Ignoriert. Und dann einfach, habt ihr immer noch 5 Stunden. Deswegen am besten immer die blauen Haken. Am besten Lesebestätigung ausmachen, dann fällt gar nichts mehr auf. Also, ey. Tipp für WhatsApp, ne? Machen wir direkt weiter. Für sein, dass es schwierig ist, ihn auf emotionaler Ebene zu erreichen. Er könnte in deinen Armen liegen, aber du hast das Gefühl, dass sein Herz und sein Verstand bei jemand anderem sind. Ja. Nummer 8. Er ist übermäßig vorsichtig mit seinem Handy. Obwohl die Privatsphäre wichtig ist, sollte es für jeden Partner keinen Grund geben, sein Telefon übermäßig zu schützen. Wenn er weiterhin Nachrichten zu merkwürdigen Zeiten empfängt und immer dann defensiv wird, wenn du ihn danach fragst, könnte er etwas zu verbergen haben. Ja, genau. Das war auch schon. Ist klar, aber manche haben auch hier Handy für Social Media. Stell dir vor, die schreiben so Fans. Und du denkst so, hä? Ich denke mir so, ja, in manchen Fällen, ja, okay, das ist ja trotzdem dein Partner. Aber zum Beispiel brauchst du dann das Handy für Social Media. Ich denke mir so, hä? Auch, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die 8 Dinge jetzt geguckt. Anzeichen, die man dem Partner verheimlichen kann, Leute. Also Tipps und Tricks. Guckt jetzt bei eurer Beziehung, falls ihr eine habt oder so oder nicht. Oder falls ihr einen Date oder irgendeiner am Start habt. Schaut die 8 Anzeichen, geht die durch. Hier, so Liste. Und ihr wisst, ob sie perfekt ist oder nicht. Aber ich vertraue nicht auf so einen Bullshit-Guru oder auf Anzeichen. Einfach vertrauen, treu sein und einfach führen lassen. Tipp am Rande. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren, Button drücken, Glocke aktivieren. Jeden Tag neue News hier auf meinem Kanal Mr. TNW. Donate und so weiter, Link, Biografie, YouTube. Ihr kennt das ja schon alles und so weiter. Ciao, lasst auf jeden Fall einen Kommi da. Wir sehen uns demnächst wieder mit Video Reaction. Bis dahin.